Glück auf und willkommen zurück zu Black Myth Wukong, hier im vierten Kapitel angekommen. Nice shrine here, kid. We should take a look. Ja, erstmal will ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Ja, der macht es einfach mal. Baji macht das Ganze. Dann kill ich den anderen da mal. Hi! Ich bin vergiftet oder was? Nee. Ja, ein Haufen Bugs. Das mag ich ja jetzt schon. Oh, wir sind sogar ein Level up. Nice. Der kämpft schon wieder gegen die nächsten Spinnen. Ach, Baji. Lass doch mal gut sein jetzt. So, bist du eine Mimik? Nein. Hier gibt's nichts hier hinten drin? Nein, okay. Da gibt's noch was. Hier irgendwo gab's da noch einen abzweigenden Weg. Und zwar nicht da, wo die Spinnen waren, auf dem Feld, sondern am Anfang vom Kapitel. Hä? Ein Mensch, ja. Mensch, kannst du mal sehen. Es muss irgendwo hier gewesen sein, wo es noch diese Abzweigung. Ich glaube hier, oder? Von da müsste man gekommen sein. Und hier sehe ich auch noch mal. What could this be? Something I don't miss for sure. Was hat er denn? Hä? Was gehört? Heard someone telling a story in there, I think. Come here, kid. Never seen one. Immobilized. Boah, ich sehe nichts mehr. So, kann ich die wieder auflösen von Hand? Nö. Nochmal ein wenig Süßholz, ne? Ein bisschen Lakritze. Und eine Truhe. Und hier drinnen ist das Verstärkungskügelchen der Long Aura. Knoten der Leere, Material, ja, toll. Hm. Blut des Eisenstiers, ganz, ganz wichtig. Da unten gibt es auch noch einen Weg. Okay, ich wollte mich eigentlich gar nicht verwandeln. Und komm mal, mach mal die Ult hier. Ich will mich zurückverwandeln. Warum kann ich das gerade nicht machen? Warum kann ich mich gerade nicht zurück jetzt? Warum auch immer dass das jetzt ging? Halt's Maul. Du sollst mir helfen und ich mich dissen. Einmal getrunken und wieder aufgefüllt. 450 Geistersensen jetzt in diesem Kapitel. Nice. Richtig nice. So, du bist keine Mimik. Ja, hier wollten die auch die Texturen auch wieder nicht laden. Why rush on the road and waste all the good time? I say we drop it here and go back to my village. Können wir machen? Hey,
stitching me. Weil du laufen sollst. Gib mal her. Weil am Anfang gab es auch nochmal einen Weg, den man gehen könnte. Da, wo man quasi ins Kapitel gestartet hat. So, ich erwarte hier immer so eine Mimik irgendwie mittlerweile. Duftende Jadeblume. Süßholz, aber nur noch kein einziger Saat. Samen. Samen halt, ne? Nicht. None but spineless quine. Hey, why are you ditching me? Weil du laufen sollst, Mensch. Ich lauf doch auch. Ja, das Moos hier ist auch nicht so ganz scharf gestellt. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ich habe schon mal ein bisschen gegoogelt. Aber dazu habe ich nichts gefunden. Als ob man hier noch hoch kann. Ein Hinterhalt, maybe? Oder auch nicht. Ich habe jetzt fast damit gerechnet, dass jetzt hier irgendwas aus dem Nichts kommt. Aber du bist da bestimmt eine Mimik jetzt, oder? Nein. Hey, komm. Hier mehr gibt es jetzt hier oben auch nicht zu holen. Dann gehen wir wieder zurück zum Dorf. Und dann müsste es auch noch einen alternativen Weg gegeben haben, den ich beim letzten Mal auf der Suche nach einem Checkpoint bewusst übersehen hatte. Also, was heißt übersehen? Ignoriert. Das müsste dann genau irgendwann mal links weg gewesen sein. Wenn ich noch so im Kopf habe. Denn da unten ist nämlich auch noch mehr. Ja. Da ist noch so ein Typ hier. An den kann ich einfach vorbeigehen, ne? Ja. Aber an dir wahrscheinlich nicht. Vor allem, wie viele Geisteressenzen hier rumherschwirren, das ist echt krank. Nochmal ein bisschen die Jadeblume. Da ist eine Truhe, da kommt doch bestimmt was aus dem Nichts gesprungen. Ich kann sie nicht öffnen. Ah, natürlich. Na, noch mehr von denen. Natürlich, klar, komm her. Geil, der heilt mich ja. Krass. Was ist jetzt hier drin? Blut des Eisenstiers. Ja, toll. Darum sind jetzt hier so tausende von diesen Geisteressenzen, falls man eben diese Explosion abbekommt. Dass man sich wieder heilen kann. Okay, verstehe. Das weißt du nicht. Man kann Sachen immer mal gebrauchen. Auch wenn sie erst nutzlos erscheinen. Ach, der kann sich teleportieren, okay. Dem Typen bin ich egal. Ach komm. Für die EXP. So, tschüss, Buddy.
Gut, dann können wir auch zurück zum Schreien. Ist ja zum Schreien komisch, weißt du? Und dann können wir wieder mal ein bisschen Progress machen. Also quasi voranschreiten, ne? Aber erst werde ich euch noch mal ein paar Skillpunkte vertun, denke ich. Wir müssten ja jetzt 2 Stück haben. Nicht hier am Schreien, das macht man in der Regel woanders. Also man kann es auch da machen. Und zwar in die Selbstbestimmung. Und ich würde gerne mal noch was da reinsetzen. Was ist das hier? Maximale lebende Illusion. Ja. Leicht die kritische Trefferchance. Okay. Was ist das? Okay, die Dauer nochmal. Das wäre halt geil, ne? Fellmagie, was kann ich denn da noch machen? Menge an Fokus. Okay, das brauche ich eigentlich nicht, weil, ja, eine beträchtliche Menge an Kosten ist jetzt nicht ganz so das, was ich will. Okay. Ach, das wäre halt auch extrem nice, ne? Aber Verwandlung, wobei, beziehungsweise, wir machen nochmal ein bisschen was mehr in Fundament, und zwar in den... In die Mana. Wir machen aktuell genügend Damage, das ist jetzt nicht so wichtig, aber Mana ist halt immer wichtig. Weil wir halt damit unsere Zauber spammen können und ihr wisst schon Bescheid. So, und weiter geht's. Anklopfen. Hold your monkeys. Let me fix you up a little. Ah, welcome, good sirs. The feast is all set. Please come in and be our guests. Gentlemen, you're fashionably late. Is your lady not joining us again this time? Our lady prefers not to be seen in the lower realm. But she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon and pay her visit up there. It's a pity she didn't come, or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for her. But now, the gift's gone and blood's been shed. I say, you two should take the fall. We're just servants, madam. What's the jest? Zhu Ba Jie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Rude girl. Don't you know I'm a pious Buddhist? Give me your mother's name, and I'll check my list.
You heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Ha 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 ha! Yao Guai's care about reputation. All she cared about was lust. Now I know. You're one of her spiderlings, aren't you? Well, well. Your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. Ach nee, noch mehr Spinnen. Ach, noch mehr Spinnen. Haha, immobilized. Haha, meine Ausdauer. Die ist gar nicht mal so stark. Ja gut, wir kämpfen ja auch zu zweit gegen die, ne? Kannst du vergessen, Mädel? Skin can't change your gross nature. Yeah, sure. We are so low compared to you, a glorious admiral of the court. And the last monkey still fresh in his grave. And here you are, another monkey's sidekick. Cut your bullshit! Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared, my hoof! I'll destroy this rotten hole right now! Let's see where else you'd build your lair! Okay. War da irgendwas in dem Pfeil drin, dass der jetzt so frei dreht? Kann man hier noch irgendwo anders hin? Ja, kann ich. Okay, das warst bloß du. Aber eine Truhe ist da. Und ich bin vergiftet. Toll, Goldstücke. Habe ich irgendwas da gegen Gift? Angriff? Nee. Gegen Gift. Schock. Giftresistenz. So, tschüss mit dem Gift. Nochmal auffüllen hier. Die HP. So, dann gibt es jetzt da hinten nochmal so einen Platz mit so einem. Das ist doch aber definitiv eine Mimik. Oder auch nicht. Okay. Los, meine Herrscharen, greift an! Ja, kannst du nichts machen, hä? So, aber du bist doch definitiv. Nein! Okay, da wurde mir mit meinen
Expectations erneut maximal gefickt. Gib mal ja den geilen Scheiß hier. Blut des Eisenstiers? Nein, es ist veredelter Geistersand. Veredelter Eisensand. Aber hier ist das Moos on Point. Ich verstehe es nicht. Aber das soll wohl am Spiel selber liegen. Also diesen Fehler, dass manchmal Texturen nicht geladen werden adäquat. Da habe ich schon nach einem Fix gesucht, aber halt nirgendwo was gefunden. Ich vermute mal, dass das wohl mit einer gewissen Intention geschieht. Also, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein Bug ist, sondern dass das wirklich erstmal gehe ich mich auffüllen wieder. Ich habe ja viel zu viel Zeug verballert, vor allem Mana verballert. Rasten. Und wir können was schmieden. Eine Waffe können wir herstellen. Was denn jetzt? Der Chitinstab. Was stellt bei einem erfolgreichen Treffer mit einem aufgeladenen Chitin Angriff für jeden verbrauchten Fokuspunkt eine Menge Leben wieder? Oh, 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 oh. Ach, der wäre halt auch geil, aber das ist... Dazu brauche ich halt noch einen Goldbaumkern. Also zwei Stück. Ich weiß aktuell nicht, wo ich die herbekomme. Aber ich glaube, den würde ich mal sagen. Der Speer macht mir 75 Damage, der macht mir 80 und 5 Crit. Und hat einen relativ nice Move, weil was kann denn der Speer nochmal gleich? Stoßhaltung, ach. Ja, wir machen mal den Chitinstab. Noch, der hat nochmal zwei Upgrades. Sehr interessant. Das ist dann der Ultra-Chitinstab und der Ultra-Ultra-Chitinstab. So, wo können wir jetzt hier hingehen? Hier ist noch ein bisschen was, wo wir uns erkunden können. Uns erkunden vor allem. Aber du bist jetzt der Mimik. Nein! Ich wäre dauernd überrascht. Als ob hier hinten nichts ist. Irgendwie eine Pastille oder sowas? Anscheinend schon. Oder was anderes Gutes. Himmlische Jade-Lotus-Pastille. Maximales Leben stark erhöht. Das ist ein guter Bonus. Aufs Leben. Alter, der Balken. Junge, ich will vorbei. Bist du eine Mimik? Nö. Ist hier hinten noch etwas? Nein, gut. Dann würde ich mal so sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.